Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Pittoreske Ansichten in den Kordilleren. Aus Herrn von Humboldts historischer Beschreibung seiner Reise. Straße über den Quindio in der Cordillera der Anden. In dem Königreiche Neugranada teilt sich die Andenkordillere in drei parallele Ketten, von denen bloß die auf beiden Seiten liegende in sehr beträchtlichen Höhen mit Sandstein und anderen sekundären Bildungen bedeckt sind. Die östliche Kette scheidet das Tal des Magdalenenflusses von den Ebenen des Rio Meta. Auf ihrem westlichen Abhange befinden sich die natürlichen Brücken von Icononzo, welche wir schon früher beschrieben haben. Ihre höchsten Gipfel sind der Paramo de los Summa Pass, der von Chingaza, und die Cerras de la Fernando und von Trujillo. Indes erhebt sich keine bis zur Region des ewigen Schnees, und ihre mittlere Höhe beträgt 4000 Meter, also 564 Meter mehr als das höchste Gebirge in den Pyrenäen. Die Zentralkette teilt ihre Wasser zwischen dem Bassin des Magdalenenflusses und dem des Rio Cancha. Oft erreicht sie die Region des ewigen Schnees und überschreitet sie sehr wahrscheinlich in den kolossalen Gipfeln des Guanancas, des Barangan und des Quindío, welche sich 5.000 bis 6.500 Meter über den Meeresspiegel erheben. Beim Aufgang und Untergang der Sonne gewährt diese Zentralkette den Bewohnern von Santa Fe ein prächtiges Schauspiel und erinnert nur mit weit imposanteren Dimensionen an die Alpenansichten in der Schweiz. Die wesentliche Kette der Anden trennt das Tal des Cauca von der Provinz Coco und den Küsten des Südmeeres. Ihre Höhe beträgt kaum 1500 Meter und sie senkt sich zwischen den Quellen des Rio Atracto und des Rio San Juan so stark, dass man ihre Verlängerung gegen den Isthmus von Panama nur mit Mühe verfolgen kann. Diese drei Gebirgsketten treffen nordwärts unter dem Parallelkreise von Musso und Antioquia, dem 60. oder 70. der nördlichen Breite, wieder zusammen. Auch bilden sie im Süden von Popayán in der Provinz Pasto eine einzige Gruppe, eine Masse. Übrigens muss man sie ja mit der Einteilung der Kordillere nicht verwechseln, wie sie Bouguer und La Condamine im Königreiche Quito vom Äquator bis zum 2. Grad der südlichen Breite beobachtet haben. Die Stadt Santa Fe de Bogota, die Hauptstadt von Neugranada, liegt westlich von dem Paramo von Chingaza auf einem Plateau, das sich in einer absoluten Höhe von 2650 Metern auf dem Rücken der östlichen Cordillera hinzieht. Diese besondere Gestaltung der Anden macht, dass man, um von Santa Fe nach Popayán und an die Ufer des Cauca zu kommen, entweder über Mesa oder über Tocaima oder über die natürlichen Brücken von Icononzo von der östlichen Kette herabsteigen, das Tal des Magdalenenflusses durchschneiden und die Zentralkette passieren muss. Die gesuchteste Straße ist indes die vom Paramo de Guanacas, welche Bouguer auf seiner Rückreise von Quito nach dem amerikanischen Cartagena beschrieben hat. Auf diesem Wege legt der Reisende den Kamm der Zentralkordillera mitten in einem bewohnten Lande in einem Tage zurück. Indes habe ich dieser Straße, die über das Quindío oder Quindío-Gebirge zwischen den Städten
Iago und Karthago vorgezogen. Ich habe diese geografischen Bestimmungen für unerlässlich gehalten, um die Lage eines Ortes erkennbar zu machen, den man auf den besten Karten vom mittäglichen Amerika, wie zum Beispiel auf der von La Cruz, vergeblich suchen würde. Das Quindío-Gebirge wird als die beschwerlichste Straße in der Cordillera der Anden angesehen. Es ist ein dichter, völlig unbewohnter Wald, den man auch in der besten Jahreszeit nicht schneller als in 10 oder 12 Tagen zurücklegt. Hier findet man keine Hütte, kein Lebensmittel, und die Reisenden versehen sich in jeder Jahreszeit auf einen ganzen Monat mit Vorräten, weil es nur zu oft geschieht, dass sie durch das Schmelzen des Schnees und das plötzliche Anschwellen der Gießbäche so sehr abgeschnitten werden, dass sie weder auf der Seite von Karthago noch auf der von Ibagu herabkommen können. Der höchste Punkt des Weges, die Garita del Paramo, liegt 3.505 Meter über der Fläche des Ozeans. Da der Fuß des Gebirges gegen die Ufer des Cauca hin nicht über 963 Meter erhaben ist, so genießt man das selbst im Durchschnitt ein sehr mildes und gemäßigtes Klima. Der Pfad über die Cordillera ist so eng, dass seine gewöhnliche Breite nicht über 3 bis 4 Dezimeter beträgt. Und der größtenteils einer offenen, durch den Felsen gehauenen Galerie ähnlich sieht. In diesem Teil der Anden ist der Fels, wie beinahe fast überall, mit einer dicken Tonlage bedeckt. Die Wasserbäche, welche von dem Gebirge herabfließen, haben Schluchten von 6 bis 7 Meter Tiefe ausgespült. Diese Schluchten, in denen sich der Weg fortzieht, sind mit Morast angefüllt und ihre Dunkelheit wird noch durch die dichte Vegetation, welche ihren Rand einfasst, vermehrt. Die Ochsen, deren man sich in diesen Gegenden gemeiniglich als Saumtiere bedient, kommen nur mit größter Mühe in diesen Galerien fort, welche bis auf 2000 Meter Länge haben. Hat man das Unglück, solchen Saumtieren zu begegnen, so ist kein anderes Mittel, ihnen aus dem Wege zu gehen, als den Pfad wieder zurückzuwandeln oder auf die Erdmauer zu steigen, welche die Schlucht einfasst, und sich da an den Wurzeln festzuhalten, die von dem Baumwerke der Höhen hervorragen. Als wir im Monat Oktober 1801 zu Fuß und mit 12 Ochsen, welche unsere Instrumente und Sammlungen trugen, das Quindío-Gebirge bereisten, litten wir sehr viel durch die beständigen Platzregen, denen wir die 3 oder 4 letzten Tage bei unserem Herabsteigen von dem westlichen Abhange der Cordillera ausgesetzt waren. Der Weg führt durch ein sumpfiges, mit Bambusschilf bedecktes Land. Die Stacheln, womit die Wurzeln dieser gigantesken Grasart bewaffnet sind, hatten unsere Fußbekleidung so sehr zerrissen, dass wir genötigt waren, wie alle Reisenden, die sich nicht von Menschen auf den Rücken tragen lassen wollen, barfuß zu gehen. Dieser Umstand, die beständige Feuchtigkeit, die Länge des Weges und die Muskelkraft, welche man, um auf dichtem und schlammigem Tone zu gehen, anwenden muss, und die Notwendigkeit, durch sehr tiefe Gießbäche von äußerst kaltem Wasser zu warten, machen diese Reise gewiss äußerst beschwerlich. Aber in so hohem Grade sie das auch ist, so hat sie doch keine der Gefahren, womit die Leichtgläubigkeit des Volks die Reisenden schreckt. Der Pfad ist freilich schmal, aber die Stellen sind sehr selten, wo er an Abgründen wegführt. Da die Ochsen immer ihre Beine in dieselben Fußstapfen stellen, so bildet sich dadurch eine Reihe von kleinen Gräben, welche den Weg durchschneiden und zwischen denen eine sehr enge Erderhöhung sich ansetzt.
Bei starkem Regen stehen diese Dämme unter dem Wasser und der Gang der Reisenden wird nun doppelt unsicher, da er nicht weiß, ob er auf den Damm oder in den Graben seinen Fuß setzt. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.